Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns an, was Xyra dieses Wochenende dabei hat, kaufen oder nicht kaufen. Ich kann vorab schon sagen, was Xyra dieses Wochenende dabei hat, ist ziemlich gut. Wir fangen an mit der Daikonaut. Nun, ich habe den Helm selbst noch nicht, aber ich habe mir durchgelesen, was der alles kann. Und zwar diese Fähigkeit hier hauptsächlich. Alle Raketenwerfer erhalten Zielsuche, das ist mal extrem gut. Das Radar bleibt beim Zoomen mit schweren Waffen sichtbar und schwere Munitionslieferungen werden beim Einsatz eines Raketenwerfers erhöht. Das heißt, ihr bekommt mehr schwere Munition, wenn ihr einen Raketenwerfer einsetzt. Das schließe ich auf alle Fälle daraus. Zusätzlich ist noch schön, dass wir hier Schwerstarbeit haben. Schwerstarbeit macht, dass wenn ihr mit schweren Waffen Kills macht, also Lakaien der Dunkelheit tötet, dann bekommt ihr mehr Bonusenergie zurück. Das heißt, der Super lädt sich so schnell auf und ihr habt so oder so schon einen Vorteil mit schweren Waffen. Das heißt, das hier in Kombination ist extrem stark. Zusätzlich kann ich mir der Taikonaut fürs PvP auch noch vorstellen, weil die Raketenwerfer Zielsuche erhalten. Das macht den Taikonauten dann während der schweren Munitionslieferung extrem interessant und lukrativ fürs PvP. Ist aber halt nur an einen bestimmten Teil geknüpft, also eben nur dann, wenn schwere Munition da ist. Von meiner Seite her fürs PvE eine ganz klare Kaufempfehlung. Sieht extrem gut aus, auch mit der Fähigkeit, die drauf ist. Fürs PvP kann sie nützlich sein, aber halt nicht durchgehend, nicht über das ganze Spiel hinweg. PvE unbedingt kaufen, PvP muss nicht unbedingt sein. Dann Gravitonbuße. Nun, da gab es ja mal einen Glitch mit dem Helm, der geht mittlerweile nicht mehr, das ist auch ganz gut so. Der Helm aber allem für sich ist eigentlich sehr interessant, denn wir haben hier die Fähigkeit drauf, dass wir Schattenschritt freischalten mit dem Nachtpirscher-Fokus. Für alle, die das nicht kennen, Schattenschritt ist das Ausweichmanöver, das der Nachtpirscher machen kann, wenn man da zweimal tippt, dann macht er eine Ausweichrolle nach rechts, links oder nach vorne, je nachdem, wo man hinguckt. Mit diesem Helm muss man die Fähigkeit also nicht mehr skillen. Das wäre nämlich hier Schattenschritt, dann müsste man das hier nicht mehr skillen und könnte direkt auf Räuber oder eifriger Scout ausweichen. Ist also schön, wenn man dann noch diese Fähigkeit geschenkt bekommt sozusagen. Nun, und neben dem nützlichen Aspekt muss ich auch gestehen, sieht er ultra geil aus, der Helm. Also der hat definitiv Stil, muss schon auch gesagt sein. Tja, auch hier, das alles sind so Standardveränderungen, die kann man da dann umwürfeln mit der Glasnadel. Für alle, die nicht wissen, wie das geht, in der Infokarte blende ich ein Video ein. Gravitonbuße ist fürs PvP sehr interessant, weil der Schattenschritt da einfach mal geschenkt wird. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert, aber es wirkt für mich fürs PvP extrem gut. Ich werde mir den Helm noch kaufen, ich bin nämlich auch noch nicht im Besitz von diesem Helm. PvE, also Strikes, Raids etc. kann dann sicher auch gut sein. Ich für meinen Teil spiele extrem viel mit dem Schattenschritt, mit dem Nachtpirscher. Ich würde es mal so sagen, Jäger, die sehr gerne mit dem Nachtpirscher spielen und sehr häufig Schattenschritt benutzen, für die ist dieser Helm extrem gut. Für alle, die nicht so häufig mit dem Schattenschritt spielen, würde ich es eher sein lassen, den Helm zu kaufen. Dann gehen wir zum Alchemistengewand. Nun, das ist ein Gewand für den Warlock und ist nicht unbedingt nötig. Hier haben wir Eisen zu Gold. Wenn wir Primärwaffenmunition aufnehmen, haben wir die Chance Glimmer zu erhalten. Das ist eigentlich ganz schön um zu farmen, ist aber für den Rest vom Spielverlauf relativ sinnlos. Zusätzlich haben wir noch die Fähigkeit drauf, dass wenn wir Sphären aufheben und der Super bereits voll ist, dass die Granaten- und Nahkampfenergie sich dann wieder auflädt. Macht zum einen natürlich Sinn, wenn man gerne mit Granaten und Nahkampf spielt, zum anderen ist es aber ein wenig hinderlich, wenn man nämlich den Super noch nicht einsetzen möchte, aber die Sphären aufheben möchte, die auf dem Boden liegen, kann man das nicht, weil wenn man drüber läuft, dann werden die aufgesammelt, unabhängig davon, ob die Granaten- oder Nahkampfenergie schon aufgeladen ist oder nicht. Was also heißt, dieser Umhang für den Warlock ist mehr ein Luxusgegenstand und dient, so wie ich es sehe, mehr zum Glimmerfarmen oder zum Glimmersammeln als effektiv für nutzvollen PvE-Spielstil.
PvP übrigens genau das gleiche. Also ich würde sagen, für den Warlock dieser Umhang, diese Brustpanzerung ist nur ein Luxusgegenstand und man muss ihn nicht unbedingt besitzen. Dann gehen wir zu Zalo Supercell. Die einzige Waffe im Spiel mit Primärwaffenschaden von The Taken King. Es gibt keine andere Waffe, die Arkus-Schaden macht und im Primärwaffenslot ist. Es gibt auch keine Waffe, die leere Schaden oder Solarschaden macht. Zalo Supercell ist die einzige Waffe, die hier Arkus-Schaden macht. Ein ausführliches Review blende ich auch noch in der Infokarte ein, für alle, die unschlüssig sind, die Zalo Supercell zu kaufen. Aber ich muss an dieser Stelle direkt sagen, kauft das Ding. Wenn ihr 23 seltsame Münzen habt, müsst ihr Zalo Supercell unbedingt kaufen. Denn die Waffe ist sehr, sehr stark, ist extrem gut. In der Dämmerung, wenn Akkuschaden erhöht ist, hat man mit dieser Waffe unglaublich viel Spaß. Das heißt, kauft sie unbedingt. Das ist eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Die Waffe ist super. Ich selber bin im PvP von der Waffe nicht so überzeugt, aber im PvE bin ich unglaublich davon überzeugt. Ich sag's nochmal, kauft unbedingt diese Waffe. Denn sie ist wirklich sehr, sehr stark. Und man würde es bereuen, wenn man sie an diesem Wochenende nicht kauft. Gut, genug zur Zalo. Dann gehen wir weiter. Wir haben wieder ein Vermächtnisengramm. Lasst euch hier wieder nicht irritieren. Vermächtnisengramm bedeutet, ihr kriegt hier alte Spezialwaffen raus, keine neuen. Das heißt, jenseits könnt ihr beispielsweise aus diesem Vermächtnisengramm nicht rausbekommen. Ihr würdet hier wahrscheinlich den Eisbrecher bekommen. Oder andere alte Waffen wie Geduld und Zeit. Es gibt nur eine sinnvolle Variante, das hier einzusetzen, und zwar, wenn ihr beispielsweise neu mit Destiny angefangen habt und ihr habt den Eisbrecher oder Geduld und Zeit noch nie bekommen, ihr wisst gar noch nicht genau, was das ist, dann könnt ihr beispielsweise hier diese Vermächtnisengramme kaufen, könnt das dann aufmachen, wenn ihr dann einen Eisbrecher rausbekommt oder Geduld und Zeit, oder sagen wir Schmähung, dann kann man zum Blueprint laufen, kann gucken, welche Waffen gibt es bereits auf dem neuen Level. Schmähung wäre da beispielsweise eine davon und kann die Schmähung dann aus dem Blueprint rausziehen, um sie auf dem nächsthöheren Level zu bekommen, also dem Level von The Taken King. So als kleine Idee für Leute, die dann noch neu begonnen haben und noch nicht ganz so viele Exo-Waffen haben, aber gerne etwas hätten auf dem neuen Stand. Ist aber eine riskante Sache, weil man weiß nie, was man aus diesem Engramm rausbekommt. Dann gehen wir weiter. Plasmaantrieb und Leerantrieb. Für 23 Münzen könnt ihr hier einen blauen Sparrow zu einem legendären Sparrow upgraden. Das macht nicht unbedingt viel Sinn, weil aus den Raids bekommt man auch Sparrows raus. Atheon und Crota beispielsweise, die sind dann besser und 23 Münzen ist sehr, sehr teuer. Dann kauft man sich lieber die Zalo Supercell anstelle von diesem Leerantrieb. Wer aber extrem viele Münzen hat und das unbedingt machen möchte, hier bekommt ihr einen blauen Schweif und hier bekommt ihr einen lila Schweif. Das heißt, wenn ihr einen Boost gibt, dann ist der Schweif dementsprechend farbig. Dann hätten wir schwere Munitionssynthese. Für eine seltsame Münze könnt ihr hier 3 Synthesen kaufen. Lohnt sich mittlerweile nicht mehr, war früher mal 5. Jetzt würde ich einfach zum Waffenmeister gehen und bei ihm dann für Glimmer schwere Munitionssynthesen kaufen. Dann gehen wir zu 3 der Münzen. 3 der Münzen ist nach wie vor extrem wertvoll. Dieses Wochenende hingegen würde ich eher tendieren, irgendetwas hier oben zu kaufen, und zwar direkt zu kaufen anstelle von den Münzen. Außer man hat natürlich schon alles, dann lohnen sich die Münzen sehr. Die seltsamen Münzen, die haben die Möglichkeit, dass ihr von einem Ultra-Gegner ein exotisches Engramm gedroppt bekommt. Aus diesem Grund macht das schon Sinn, damit zu spielen. Ich farme so, also farme in Anführungszeichen Engramme, exotische Engramme, denn ich setze fast jedes Mal, wenn ich gegen einen Ultra-Boss kämpfe, so eine Münze ein. Dann gehen wir von den Münzen weiter zu Glasnadel. Da muss ich nicht viel sagen, in der Infokarte ist ein ausführliches Video dazu. Ich fasse es aber kurz zusammen. Hier kann man die Fähigkeiten und Perks von exotischen Rüstungen verändern. Das heißt, wenn ihr da mit Stärke nicht zufrieden seid oder mit Lakaien der Dunkelheit geben Superenergie oder sonst irgendwas, könnt ihr diese Glasnadel einsetzen, um es zu verändern. Eben ansonsten in der Infokarte ein ausführliches Video. Dann hätten wir hier Lichtpartikel.
Hier können wir zwei seltsame Münzen zahlen und erhalten ein Lichtpartikel dafür zurück. Das heißt, wir geben zwei Münzen und bekommen ein Lichtpartikel. Lohnt sich mittlerweile auch nicht mehr, war früher mal lukrativ. Momentan ist es aber so, dass die seltsamen Münzen ultra selten sind und auch extrem wertvoll sind. Von dem her würde ich das hier eher sein lassen. So, das ist auch schon das Ende. Jetzt habe ich lange gequatscht, aber ich denke, ich konnte dem einen oder anderen helfen, was da die Entscheidung betrifft, denn nicht jeder hat extrem viele seltsame Münzen und ist sicher dankbar, wenn man da ein bisschen ein Review zu dem bekommt, was Xur dabei hat. In diesem Sinne, wenn das Video gut war, lasst doch noch bitte ein Like da, das würde mich sehr freuen. Und dann bin ich weg. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.